Herzlich willkommen bei The Great Veil Road, liebe Freunde, hier auf meinem Kanal. Ich bin Lüppe die Kapo und wir spielen ein bisschen Geschichte. Ja, The Great Veil Road, ja, schon lange angekündigt, dass das auf meinem Kanal laufen soll. Jetzt ist es endlich soweit und wir starten eine neue Kampagne. Und zwar gibt es ja mittlerweile alle Kulturen, in Anführungszeichen, die Dänen, die Franken und die Friesen. Alle sicherlich interessant, auch unterschiedliche Perspektiven natürlich. Wir werden spielen die Dänen von Ulfarstedt. Die Dänen in Ulfarstedt sind abgehärtete Leute. Das müssen sie auch sein, denn ihr Dorf liegt unweit des sächsischen Grenzlandes und ganz in der Nähe einer wichtigen Handelsroute zwischen Dorestad im Süden und Ripa im Norden. Das macht sie zu einem erstklassigen Ziel für opportunistische Grenzräuber. Ja, das Spiel spielt so um, ja, 650, glaube ich, nach Christus und setzt sich halt, wie man schon erkennen konnte, mit den Spannungen auseinander, die so im Nordseeraum zur Wikingerzeit vorherrschen, die Konflikte zwischen Dänen, Friesen, Franken und vielleicht auch Angelsachsen. Na, mal schauen. Das Interessante bei dem Spiel ist, ein Historiker hat mitgewirkt, gehört zu den Programmierern, den Entwicklern und das Spiel soll ganz gut recherchiert sein. Entsprechend starten wir mal rein. Die Blätter verfärben sich, der Winter naht mit großen Schritten und die Sonne wird kälter, doch das Schiff ist noch immer nicht zurück. Im frühen Sommer hatte der Jarl eurer Feste mit seinen Huskarlen Segel gesetzt. Sie reisten südwärts auf Geheiß des Bruders des Jarls, der einen Brief geschickt hatte. Er bat eure Krieger nach Sachsen. Euer Jarl war ein angesehener Mann, ein fähiger Händler, der mit den Sachsen schon Sklaven, Hornkämme und Bernstein gehandelt hatte. Er wusste, wann er sein Gastrecht einfordern oder sich mit Stahl durchsetzen musste. Ihr hattet im späten Sommer mit seiner Rückkehr gerechnet, doch er kam nicht. Stille. Die Sommerernte kam und ging, ohne dass ihr eine Nachricht vom Schiff erhieltet. Eines Tages endlich kam ein Bote, doch der Gestank des Todes haftete an ihm. Die Sachsen hatten eure Krieger heimtückisch überfallen und getötet. Jeder eurer Dorfbewohner verlor einen Bruder, einen Sohn, eine Schwester, einen Geliebten. Alle trauern und dieser Winter scheint der kälteste denn je zu sein. Ulfarstedt, Jahr 1. Zu Hause zählt jeder Einzelne. Und jede Einzelne natürlich auch. Oh, wir haben einen Runenstein mitten im Dorf stehen. Also ich fand das Intro schon mal ganz schick gemacht. Schöne Zeichnung. Den heimtückischen Sachsen ist es zuzuschreiben, dass Ulfarstedt ohne Anführer dasteht und der Verlust vieler Krieger hat die Verteidigung des kleinen Dorfs geschwächt. Die Ältesten, einschließlich des Kriegshelden Kettil, werden einen neuen Anführer wählen. Er wird Krieger ausbilden, für Ruhe und Ordnung sorgen und das Dorf auf den Winter vorbereiten müssen. Die meisten potenziellen Nachfolger des Jarls waren während des Hinterhalts bei ihm. Diese Wahl wird nicht einfach. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wen wir hier nehmen. Nehmen wir Bera. Sie hat viele Ehemänner überlebt.
und ihren Hof gegen Räuber verteidigt. Sie ist das Oberhaupt ihrer Familie, bekannt für ihre Zähheit, Weisheit. Und das würde sie zu einem guten Jarl machen. Oder sind wir Floki, der Neffe des Jarls? Viele meinen, dass wir das Erbe unseres Onkels antreten sollen. Wir verbringen mehr Zeit an der Leier als mit dem Schwert. Aber ihr wisst, dass ein kühler Kopf und eine spitze Zunge manchmal mehr wert sein können als eine Klinge. Ich denke, da gehen wir auf Bera. Wir nehmen Bera. Nicht alle sind glücklich darüber, dass ihr ein Schwert haltet. Doch es ist euer Anrecht, Freya einen Eid zu schwören. Die meisten huldigen Odin, doch einige tragen auch Thor-Amulette. Ein paar andere Frauen tragen lange Messer bei sich und huldigen Freya, so wie ihr. Freya ist nicht nur schön, sondern auch eine Kriegerin. Ketty lächelt, während er seinen Speer gekonnt durch die Luft wirbelt. Ihr habt in letzter Zeit nicht viel gekämpft. Rostige Waffen und schwache Krieger, es wird Zeit, dass wir uns wieder stehlen. Die fordert uns also heraus. Und das lernen wir schon ein Prinzip des Spiels kennen. Unsere Begleiter geben uns immer so Hinweise, wie wir uns entscheiden können. Kettils linkes Knie ist schwach, aber sein Augenlicht ist spitze. Er hat schon unzählige Feinde zu Odin geschickt. Ja, ich denke, wir werden unseren Anspruch jetzt gleich mal festigen, unsere Rolle hier als Jarl von Ulfarstedt. Na gut, zeig mal, was du drauf hast. Ihr streckt euch und schreitet ins Gefecht. Und da sind wir und das Spiel erklärt uns jetzt so ein bisschen, wie der Kampf abläuft. Das weiß ich aber eigentlich alles schon. Ja. Okay. Wir können das Tutorial auch jederzeit wieder aufrufen und wir müssen den Anführer töten. Das ist Ketil, das ist der da. So, wir können jetzt zum Start noch zwei bringen. Zwei Krieger. Floki, den Neffen des Jarls. Unterstützungseinheit und Hild Faulmund, schwere Kriegerin, die bringen wir auf jeden Fall rein und den Unterstützer auch. So, Baugi Jotun können wir später bringen. Gut. So, wir schauen uns mal kurz die Gegner an. Also der Schwere hat einen Speer, der hier hat auch einen Speer, dänischer Krieger. Kriegerin mit Schwert und ein Krieger mit Axt. Wir sollen den Anführer besiegen. Ich denke mal, wir gehen ihm entgegen. Ihr seht das hier, so ein Hexfeld ist das. Und die Kämpfe werden dann quasi von Angesicht zu Angesicht durchgeführt. Ja, wir stellen alle auf Abpassen, wobei sie das, glaube ich, automatisch tun würden, wenn wir nichts mit ihnen machen. Der Gegner kommt uns hier entgegen, aber nur zögerlich. So, wo zieht der Anführer jetzt hin? Er kommt uns hier entgegen, ausgezeichnet, und wir werden angegriffen. Ja, mit dem Speer hat er natürlich eine höhere Reichweite. Aber wir haben ihn auch einmal abgepasst. So, wir greifen ihn mal an. Und zwar mit Stich. Ein Schilddamage haben wir gemacht und zwei Punkte so, genau. Können wir ihn schon erreichen? Nee. Dann gehen wir mal ran. Greifen ihn hier direkt an, auch mit Hieb. Drei Schaden, einmal das Schild. Ist die Frage, ob wir Floki. Genauigkeit steigern. Wir werden Floki mal hier in den Hintergrund
bringen. Er bewegt sich aber seltsam. Und abpassen. Okay, so, was macht der Feind? Er rückt uns hier entgegen, trifft aber nur den Schild. Wobei wir blocken das, wir haben da gar kein Schild dabei. Und da werden wir komplett verfehlt aus der zweiten Reihe. Jetzt nochmal der Anführer. Ein Schaden ausgeteilt. So, jetzt können wir auch Baugi bringen. Ziehen mit dem gleich mal nach vorne. Und können den hier auch angreifen. 8 Schaden. Wow. Damit ist der Kampf doch gewonnen, oder? Genau, der Auftrag war, besiegt den Anführer. Das haben wir getan. Hervorragend. Baugi ist echt ein guter Krieger scheinbar. Ein Jarl sein. Kettil mahnt euch, das Dorf sei nicht gut vorbereitet. Weder auf den Winter noch auf die nächste Segelsaison. Die Ältesten streiten sich untereinander und mit den Goda, während sich die Nahrungs- und Silbervorräte langsam leeren. Die Dorfscheune ist leer. Wo ist all der Hafer? Die Götter haben uns verlassen. Ich habe schon Knüppel gesehen, die schärfere Kanten als dieses Schwert hatten. Mhm. Sammeln wir die Nahrung? Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel wir hier verbrauchen werden von der Nahrung. Opfer 2 Ochsen. Das machen wir. Bringt 10 Zufriedenheit, okay. Das Opfer und das darauf folgende Festmahl erheben die Stimmung und ihr hofft, dass euch die Götter wohlgesonnen sein werden. Ja, das hoffe ich tatsächlich. So. Genau, jetzt wird hier oben das Interface erklärt, was wir so haben. Wir werden Ressourcen verbrauchen über den Winter, über den Sommer. Können Landwirtschaft betreiben, jagen und so weiter. Das können wir alles ausbauen. Genau. Voraussichtliche Erträge. Hier das Update. Genau, jetzt kommen wir hier zur jährlichen Planung. Wir befinden uns im Dorf-Thing, also der Versammlung. Und Diplomatie bringt, glaube ich, Produktion von besonderen Handelsgütern. Aber das Schiff können wir nicht verbessern. Da fehlen uns, ja, Taue und Stoff. Okay. Alles klar. Verstanden. Ich denke mal, wie viel können wir denn? 3 Bevölkerung können wir zuweisen. Stecken wir einen in Diplomatie. Brauchtum. Tradition. Sie steigert die Zufriedenheit. Wodurch sie ihre Aufgaben besser erledigen. Dann stecken wir da mal jemanden rein. Und in die Tierzucht. Ne, ins Jagen. Das bringt eindeutig mehr. Jäger beschaffen das ganze Jahr über ordentlich etwas zu essen. Fleisch und Pelze. Sie schützen uns vor Wölfen, Bären und Dieben, aber nicht vor Elfen und Seuchen. Okay, das ist unsere Planung. Wintereinbruch. Das Wetter an Land ist gnädig, doch wenn sich die Blätter zu verfärben beginnen, verwandelt sich die Straße der Wale in eine wütende und Wüste oder so. Ich weiß nicht. Ein Hirte hatte riesige Tierspuren in der Nähe entdeckt. In der Nähe einer unserer Weiden beim Watt gefunden. Er meint, sie sehen denen eines Bären ähnlich, aber sie sind größer als alles, was er je zuvor gesehen hat. So, holen wir unsere Jagdhunde. Besser, wir finden ihn zuerst, als dass er unser Vieh findet. Ich möchte ihn jagen, Mann gegen Bienenwolf. Warum hinterherrennen? Er kommt von selbst, wenn er hungrig ist.
Wir werden mal eine kleine Gruppe Männer losschicken, die sollen den Bären jagen. Ich folgte die Spuren bis zum Watt. Plötzlich taucht nur ein Speerwurf entfernt ein riesiger weißer Bär auf. Als ihr ausholt, um den Speer zu schleudern, dreht sich der Wind und der Bär wittert euch. Flugs macht er kehrt und läuft Richtung Meer. Ihr rennt hinterher, aber der Bär durchbricht die Wellen und schwimmt davon. Ihr habt schon von weißen Bären aus dem Norden gehört, aber wie kam er her? Ein Eisbär, aha. Das ist ja interessant. Oh nein, unsere Scheune brennt. Eine Heuscheune auf einem nahegelegenen Bauernhof ist letzte Nacht abgebrannt. Jeder weiß, dass das mal vorkommt. Einige machen Save dafür verantwortlich, andere Elfen oder böse Geister. Ihr seid besorgt, denn es ist nicht mehr viel Heu für den kommenden Winter übrig. Vielleicht ist das Heu zu trocken. Lasst uns draußen Geschenke für die Ungesehenen ablegen. Sie beschützen uns. Sorgt dafür, dass das Heu gut belüftet ist. Feucht halten, aber vergammelt das dann nicht? Oder ist das dann Silage? Jemand soll das Heu wenden. Das hält böse Geister und die Ungesehenen fern. Nun denn. So, und der Winter ist vorbei. Wir haben Werkzeuge gewonnen. Und zwei neue Bevölkerungsmitglieder. So, Prognose waren 400. Durchschnittliche Produktion, Vorräte 1700, Winterproduktion 53, Verbrauch 920, übrig für den Sommer 1100. Aber wir müssen auf jeden Fall Landwirtschaft ausbauen. So, wir haben Seile dazu gewonnen, sehr gut. Und Werkzeuge und Holz, das brauchen wir ja für die Verbesserung des Schiffs. Ihr beginnt jedes Jahr in eurem Heimatdorf. Hier könnt ihr Informationen über euren Trupp aufrufen, euer Lager durchstöbern sowie beim Schmied Waffen kaufen. Ja, alles klar. Dankeschön. Schauen wir mal nach dem Trupp. Eure Helden sind sehr wichtig. Jedes Mal, wenn ihr eine Reise antretet, müsst ihr die Helden auswählen, die euch begleiten sollen. Jeder Held hat Abenteuer und Kampfwerte, persönliche Eigenschaften und so weiter. Loyalität, Schlachtrufpunkte, Gesundheit, Ausdauer und Moral. Mhm. Je höher die Moral, desto besser erledigen sie die Aufgaben. Je höher die Ausdauer, desto mehr Aufgaben. Und gut, Gesundheit erklärt sich von selbst. Kampfwerte, auch alles klar. So, schauen wir uns mal hier um. Wir haben auf jeden Fall hier Kettil und Baugi, die nehmen wir immer mit. Das sind echt die besten momentan. Heilerrobe. Okay, da können wir erstmal noch nicht viel machen. Wir gucken kurz mal in die Schmiede, auch wenn ich denke, dass wir dafür noch nicht genug Geld haben. Das ist auch der Fall. Und wie sieht's im Lager aus? Jagdhunde. Wolfshunde aus Irland und Bärenhunde aus dem Land der Finnen. Ja, okay. So, hier wird uns was angezeigt. Wir haben eine Quest, unsere erste Reise. Die erfahreneren Krieger werden ihr Wissen mit euch teilen. Ihr müsst noch eine Menge lernen, genau wie euer Trupp. Geht an Bord für eure erste Seereise. Reist nach Withdeath. Okay, dann werden wir die Reise mal planen. So, wir müssen unsere Helden mitnehmen. Und Proviant und Handelswaren mitnehmen. Und dann können wir die Reise starten.
Also es wird ein Tag dauern ungefähr. Aha. So, wir nehmen dann nochmal mehr Krieger mit. Ihn und tja, Hild oder Floki? Wobei Hild eigentlich besser ist als Baugi, oder? Er hat die bessere Waffe. Nehmen wir ihn erstmal mit und tja, Floki. Ja, nehmen wir Floki mit. So, dann lasst uns Waren einladen. Keramik. Wein. Pelze können wir sicher verkaufen. Bernstein. Und Kämme. Das sind alles Sachen, die man verkaufen kann. Was haben wir hier? Met. Tja, braucht man Met zum Ausbauen von irgendwas? Ich weiß es nicht so genau. Wir nehmen mal 3 Met mit. Und wir nehmen. Tja. Wir brauchen eigentlich nur 2 Nahrung, aber lass uns mal was mitnehmen. Ich weiß auch nicht, ob wir danach noch gleich weiterfahren sollen. Wir bestätigen das mal so. Okay. Dann fahren wir mal los. Unsere erste Reise. Eure neue Mannschaft muss erst noch die Grundlagen lernen. Mit den wenigen Mitteln, die euch zur Verfügung stehen, solltet ihr etwas Ausrüstung kaufen, denn die guten Kettenhemden verschwanden mit den Truppen des Jarls. Und abgesehen von Kettils Brünne ist alles verrostet und in schlechtem Zustand. Zum Glück sind noch ein paar Speere und Schilde übrig, jedoch kaum Äxte und noch weniger Schwerter. Okay, fortfahren werden wir aber dann im nächsten Video, liebe Freunde. Bis dahin wie immer alles Gute und hey du, euer Lübdi Capo.